Hey, ich bin Timo. Heute schauen wir uns dieses Parfum von La Taffe mal genauer an. Das hier ist der Honor and Glory. Du kennst dieses Parfum schon, dann gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du ihn findest. Und ich würde mal sagen, ja, der hat was. Aber wie ist der denn genau? Eins nach dem anderen. Erstmal schauen wir uns mal hier den Flakon an. Hier seht ihr meinen selbst gekauften 100ml Flakon. Das ist so die Standardgröße, sage ich mal. Den findest du schon teilweise für unter 30 Euro. Manchmal aber auch so für 35 Euro. Ja, das hier ist in Weiß gehalten, sehr ähnlich zum Oud for Glory, der dagegen ja ganz in Schwarz daherkommt. Ja, ansonsten vorne dieses Etikett drauf mit dem Namen, unten noch so ein Label. Da seht ihr, dass das Ganze ein EDP ist und die Größe, wo es herkommt etc. Ja, recht schlicht gehalten, aber ganz in Ordnung. Ihr wisst ja, was ist das Wichtigste? Der Duft selbst. Und das checken wir jetzt im nächsten Kapitel mal aus. Wie riecht eigentlich Honor and Glory? Das hier ist ein warmer, süßer Gourmand, also ein sehr leckeres Parfum. Wir starten hier frisch mit einer warmen Ananas. Du hast hier dann auch noch so eine sanft untergerührte, milchige Cremigkeit. Ja, das liegt vielleicht an dieser Crème Brûlée-Note. Dann ist das Ganze auch behutsam gewürzt mit warmen und kalten Gewürzen, sage ich mal, Zimt, schwarzer Pfeffer. Im Drydown wird das Ganze noch süßer, wärmer, die Frische geht weiter zurück, Zimt, Crème Brûlée bleibt, die Vanille wird für mich auch noch stärker, so eine gewisse Holzigkeit kommt dazu. Es hat so einen orientalischen, tropischen Touch, es ist sehr warm, sehr kuschelig, würde ich das Ganze mal beschreiben. Und im ganz tiefen Drydown, das hat schon sowas für mich wie ja, Vanillekuchen, ja, mit so einer süß-pudrigen Vanille. Das ist schon sehr, sehr lecker, dieses Teil. Und es wird auch oft so ja, gesagt und ich kann es auch unterschreiben, ja, das hat Ähnlichkeiten mit zwei Parfums. So ganz grob, ja, damit du es vorstellen kannst, hier das Ganze. Einmal Hatschiwat. Aber für mich mehr Hatschiwat X, der auch recht würzig ist. Du hast halt diese Ananas, dieses cremige irgendwie mit dabei, dieses gewürzte und auch von Nishane, der Ani. Und da hast du diese pudrige, leckere, richtig, ja, fast schon ikonische Vanille mit dabei. Also diese beiden Parfums. So ganz grob, oder halt der mit dem X hier drauf, ja, so ganz grob drinne. Ja, trotzdem macht er hier noch was Eigenes, aber damit man sich das vorstellen kann, wo die Reise hier hingeht, ja, das ist ein sehr, ich kann es gar nicht oft genug sagen, ein sehr leckeres Parfum, sehr hell. Der macht auch gute Laune im Winter oder Herbst halt. Kuschelig, verträumt, ein bisschen verspielt, ein richtig cooles Parfum für wenig Geld. Und wenn du was Leckeres, Kuscheliges haben möchtest, dann kann dieses Parfum schon richtig genial sein. Also das hier, ja, der hat schon ein wenig Hype, aber auch nicht zu sehr. Interessant, aber wahrscheinlich jetzt, wo der Herbst anklopft, kann der Hype wahrscheinlich wieder steigen. Und wenn du bemerkst, dass der dazu auch noch so günstig ist, ja, wow, aber wo und wann kann man den einsetzen und wie ist es mit der Haltbarkeit? Das klären wir mal jetzt ab. Die Einsetzbarkeit. Ich finde, Honor and Glory ist ausschließlich was für die kalten Tage. Herbst, Winter, da passt der richtig gut. Na okay, du hast noch einen kalten Frühlingstag. Ja, warum denn nicht? Aber im Sommer, na, nee, das fühle ich nicht ganz so sehr. Obwohl ich kenne jemanden, der trägt dieses Parfum im Gym. Das heißt also, mach das, worauf du Bock hast, so wie er. Aber ich sehe den wirklich mehr Richtung kalte Jahreszeit. Ja, ist der hier unisex? Ja, für mich schon. Klar, es ist cremig, es ist süß. Da würden viele sagen, das ist mir aber zu weiblich. Ich würde sagen, nee, das klappt aber auch sehr gut für uns Männer. Denn der hat auch so ein bisschen was leicht Holziges, dieses Würzige. Ja, das passt sehr, sehr gut, auch für uns. Also, wir sind hier im Sweet Spot. Also für mich unisex, wenn du es denn cremig, süß und lecker haben möchtest. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ansonsten ist das ein Duft für die Freizeit. Kann man den im Büro tragen? Ja, so richtig seriös ist der nicht. Ist ein Freizeitduft, auch nichts für den Club. Mehr so ein kuscheliges Date vielleicht oder halt, ja, du triffst dich mit deinen Kumpels vielleicht oder du bist eine Dame und triffst dich mit deinen Girls. Klappt, ja, warum denn nicht? Das ist so ein ganz entspanntes Parfum.
so ein Sonntags-Chili-Milli-Duft, das ist schon nice. Ja, ein richtig cooles Parfum für uns alle. Aber du musst es einfach schon ein bisschen kuschelig süß mögen. Und dann kann das hier was für dich sein. Wie ist denn die Haltbarkeit? Denn wir haben hier ein ganz günstiges Parfum. Kann die Haltbarkeit dann gut sein? Ja, für mich ist die richtig, richtig gut. Auch nach 10 Stunden konnte, und ja, 10 Stunden plus danach duschen, ich konnte es immer noch riechen. Ich habe es sogar abgeschrubbelt, ja. Irgendwann möchte ich auch mal Ruhe haben von Parfums. Ja, aber der hat noch durchgehalten. Klar, der war jetzt nicht mehr so richtig stark nach dem Abschrubben. Aber ich konnte es immer noch wahrnehmen. Auf der Kleidung wahrscheinlich dann noch besser. Ich muss sagen, top. Ja, es ist von der Sillage auch kein sehr einnehmendes Parfum. Nicht so ein Arabian Tonka, hier bin ich, Attention, Attention. Nein, die Sillage ist prachtvoll, ohne einnehmend zu sein. Es passt also zum Kuschelcharakter, würde ich mal sagen. Ja, dieser Duftcharakteristik. Also für mich richtig, richtig gut. Hat mich sogar ein bisschen überrascht, wie gut. Klar, am Ende hast du dieses putrige, diesen putrigen Vanillekuchen. Ja, der dann halt über ist, aber das bleibt auf meiner Haut richtig schön lange. Also Haltbarkeit, eine 9 von 10, Sillage ist gut, eine 8 von 10, das passt. Ich bin positiv, ja, beeindruckt und denk dran, ich habe mir den hier selber gekauft. Ja, ist nur meine Erfahrung und wie deine ist, gerne mal in die Kommentare, aber ich muss sagen, top. Mein Fazit, du suchst einen kuscheligen, hellen, ich würde sogar sagen, guten Launeduft für die kalte Jahreszeit. Ich glaube, dann habe ich hier was für dich. Preis-Leistung stimmt, die Haltbarkeit, ja, das ist für mich sehr in Ordnung. Ja, du zahlst hier teilweise sogar unter 35 Euro. Ja, klar, manchmal sind die Preise so ein bisschen so bei 45, das fühle ich nicht so. Du solltest schon unter 40 Euro ausgeben, so 35, das passt alles noch. Klar, Preise sind dynamisch und Inflation und alles, aber wenn du den so für 35 Euro findest auf 100 ml, ist doch top. Ja. Für mich auch unisex. Es ist süß, es ist cremig, im tiefen Drydown so, ja, diese, so ein Vanillekuchen, putrige, vanillige Süße, hat halt so gewisse Züge von zwei Parfums, macht aber trotzdem was Eigenes. Einmal Hachivat bzw. Hachivat X und einmal Ani von Inishane. Das ist so ein wenig hier mit dabei, also ich kann halt diese Schubladen aufmachen und ich erkenne schon so Parallelen. Ja, aber wie gesagt, macht was Eigenes. Interessant ist für mich im Unisex Sweet Spot. Können Männer tragen, Frauen tragen. Nice. Also ich muss sagen, Preis-Leistung ist hier top. Okay, also mir gefällt er. Ich finde ihn interessant. Ist was für kuschelige Stunden, ja, wenn es kalt ist. Das ist wirklich aber auch kein Clubbing-Duft. Das ist mehr so Dating auf Kuschelbasis, Netflix and Chill, ja. Sich einen schönen Film raussuchen an so einem kalten Tag, sprühst dich damit voll und dann kriegst du Besuch und dann, ja, Mensch, ne? Bringt Spaß. Ich finde ihn gut, aber wie findest du dieses Parfum? Gerne mal in die Kommentare schreiben und wenn das hier dein allererstes Video ist, ja, dann gerne mal abonnieren, denn hier gibt es in Zukunft ja immer mehr, ne, Duftvideos. Teure Sachen, günstige Sachen, Listen, all das und vieles mehr. Gäste habe ich auch immer mal wieder, also mir gerne mal folgen. Daumen nach oben für dich auf jeden Fall, weil du dieses Video geguckt hast. Dankeschön. Und dann blende ich dir nochmal zwei Videos am Ende ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder. So oder so. Und nochmal ein großes Danke an all die stillen Zuschauer. Die gucken das immer, aber kommentieren nee, irgendwas. Trotzdem auch an dich, der gerade auf dem Sofa sitzt. Ja, schön, dass du mit dabei bist, auch wenn du nicht kommentierst. Alles cool. So, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Timo. Bye, bye.